Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nopsi. Und wir sind heute wieder unterwegs in Conan Exiles. Freunde, was ist los, was ist geschehen? Ja. Ich hatte euch doch vor kurzem hier so einen kurzen Überblick gegeben über die Sachen, die wir erwarten können. Wir bekommen noch am 14.12. das neue Update. Age of War, Chapter 3, so heißt es genau. Und dazu hatte ich euch schon ein paar Infos gegeben, was ich gesehen hatte, was im Stream war. Und da wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe hier noch mal ein paar Bilder rausgesucht. Hätte ich euch eigentlich gleich beim ersten Mal zeigen müssen, aber gut, die Hektik wieder. So. Und da war ja das Schönste eigentlich die Taverne. Und ich habe jetzt hier mal schnell eine Taverne nachgebaut. Also, das ist der Tresen, den wir bekommen. Da gehört da hinten dieses mit zu. Das hier, ja, das gehört alles mit zu. Die Tavernenbar. Und hier steppt der Bär. Wir können mit einer Purge, die wir beschwören, können wir aus diesen Käfchen doch zum Beispiel einen Händler befreien. Und aus einem anderen Käfig können wir eine Bardame befreien. Die Bardame, die wird hier hinterm Tresen stehen. Die Wirtin sozusagen. Und die Tante, die unterhält hier alle. Und du kannst mit ihr interagieren. Das heißt, du kannst ihr zum Beispiel sagen, für einen kleinen Obolus oder so, möchte sie mal den Händler herholen. Dann wird hier der Händler in unsere Bar kommen und du kannst mit denen Handel treiben. Absolut nice. Und ihr habt hier vielleicht schon im Hintergrund gesehen, die Jungs hier an der Bar. Die Jungs und Mädels, besser gesagt, die sind hier auch fleißig, die agieren von alleine hier. Also, die quatschen und machen und tun, mit denen kannst du eigentlich nicht weitermachen. Du kannst sie nur hinsetzen. Ja, also, sie ist ein bisschen betrunken hier. Siehst du, wenn du die Puppe hinstellst, die hat hier nämlich vorher schon an der Bar gesessen und ist ein bisschen betrunken. Naja, kann ja passieren. So, wir nehmen mal so eine Tante und sagen, bewegen und bewachen. Du siehst jetzt, überall, wo sie Platz nehmen kann, erscheint so ein grünes Hologramm. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, linke Maustaste, klack. Jetzt sitzt sie hier und schluckt weiter. Jutet, Mädel. Doppelten, alles klar. Ja, so einfach geht das. Aber wie gesagt, du kannst die auch überall hinsetzen, wo was Grünes auftaucht. Dann sagst du, soll sie auf die Bank setzen oder hier auf den Stuhl. Zack, bumm, sitze. Hier sind die Animationen noch ein bisschen eingefroren, aber es ist durchaus möglich, dass noch was kommt. Ja, das ist das Schöne. Wir haben... was kann ich euch noch erzählen oder was wollte ich euch noch anmerken? Zum Beispiel, dass die Jungs jetzt, wenn du einen Bogenschützen hast, dann war doch immer folgendes Problem. Du hast die da oben zu stehen gehabt und wenn hier ein Angreifer kam, dann sind die da oben maximal wild durch die Gegend gerannt und dann haben sie aber nichts weiter gemacht. Jetzt ist es anders. Du kannst die da oben Platz zuweisen, da bleiben die stehen und wenn denn von hier unten einer an hier rankommt, dann schießen die auch auf den. Du musst also nicht hier auf halber Höhe nochmal einen Absatz machen, wo du die Bogenschützen rufstellst. Kannst du machen, musst aber nicht, sondern sie schaffen es auch von da oben zu schießen. Absolut spitze. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja. Das war es eigentlich schon, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Aber ich könnte euch natürlich noch... Warte mal, ich habe euch hier noch ein paar Bilder mitgebracht. Ich hatte auch von gesprochen, dass wir neue Bauteile kriegen bei den Aseris. Das sind diese hier. Nur mal so, dass ihr einen groben Überblick habt. Neue Strukturen und andere Dächer. Und dann haben wir, das gibt noch zusätzliche Kerkerteile. Und da könnt ihr auch richtig schön mitarbeiten, denn da in diese Kerkerdinger könnt ihr auch schön eure NPCs drinstellen. Wunderbar, hast einen NPC, den du sowieso nicht brauchst, stoppst den da drin und hast die ganze Sache ein bisschen belebt. Bei einer hätte ich es vergessen. Wir haben natürlich auch hier unser Reittier. Schöne Kamel, wunderbar. Und wenn wir die Burg einnehmen, haben wir hier als Hilfsmittel, also du kannst natürlich eh mal die Sprengvase nehmen, klar. Du kannst aber auch einen kleinen Rambock nehmen. Das ist die andere Variante. Ja, wie gesagt, dann haben wir noch das Kamel. Auf was ich mich freue. Mal gucken, wie standhaft das ist. Ja, und das war es gewesen, Freunde. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn das hier ein bisschen doppelt gemoppelt ist jetzt. Aber beim nächsten Mal fasse ich es gleich zusammen. Okay, also in diesem Sinne, Freunde. Sagt tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.